Herzlich willkommen zu einer neuen Second Life Kirmes-Folge. Ja, diesmal im November zum Bamberger Herbstplarrer. Sonst gab es ja immer nur einen Plarrer im Jahr. Wie ich in den letzten Videos, glaube ich, schon gesagt habe, wird es eben dieses Jahr mal einen zweiten Bamberger Plarrer geben. Und zwar jetzt im November. Genau. Ich habe jetzt eigentlich dann auch vor, alle Jahre dann immer zwei Bamberger Plarrer zu machen. Einmal einen Frühjahrsplarrer und einen Herbstplarrer, so wie es in der Realität auch war. Genau, das ist dieses Jahr sozusagen dann das erste Jahr. Und es ist auch gleichzeitig ein Jubiläum. Und zwar ist es der fünfte Bamberger Plarrer, den ich veranstalte. Genau, wir haben uns entschieden, die Fläche ein bisschen zu verkleinern, weil beim letzten Mal die Fläche doch relativ groß war und sich viele Lücken geschlossen werden mussten. Und ja, diesmal, finde ich, haben wir das dann ganz gut lösen können, weil wir eben nicht ganz so viele Lückenfüller hinstellen mussten. Genau. Dann sind wir jetzt hier einmal am Eingang, wie immer auch. Und da wir es im November machen und relativ kurz vor den Weihnachtsmärkten, das muss ich mal kurz leiser machen. Haben wir es auch ein bisschen vorweihnachtlich dekoriert. Das wollte ich sagen. Und genau, da habe ich gleich zwei Spendenboxen als Schneemänner. Dann diesmal habe ich die Zäune von den letzten Bamberger Plarrer Veranstaltungen hier hingestellt. Ergänzt sich dann ganz gut mit dem aktuellen. Genau, die letzten Male habe ich dann vom richtigen Bamberger Plarrer ein Bild genommen und diesmal habe ich dann von meinem allerersten Bamberger Plarrer ein Bild genommen. So wird das dann wahrscheinlich auch weitergeführt, weil vom echten Bamberger Plarrer gibt es leider nicht ganz so viele Bilder. Na, dann starten wir doch mal durch. Als erstes beginnt es natürlich mit ein paar Buden und wir haben auch dieses Mal wieder einen Lageplan und auch noch ein Lebkuchenherz sozusagen. Genau, wieder das Volksfestbüro am Eingang. Und wir haben auch wieder einen Aufkleber für die diesjährige Plarrer-Ausgabe gemacht. Genau, dann wieder zum Anfang auch das Derby Day. Und dann gleich zum ersten Fahrgeschäft. Und zwar der Autoscooter, der jetzt auch schon ab und zu mal öfter im Bamberg stand. Wahrscheinlich wird er jetzt auch das letzte Mal hier stehen. Weil sich wahrscheinlich eine Neuheit ankündigen wird. Genau, dann wieder die Green Energy Bude, die jetzt zum zweiten Mal dabei ist. Und dann den Biergarten diesmal links. Der stand auch schon mal links. Allerdings etwas weiter hinten, soweit ich mich noch erinnern kann. Genau. Und dann auch gleich, wenn man drauf zuläuft, dann mein Hexentanz, der jetzt zum zweiten Mal dann sozusagen in Bamberg steht. Gut, dann laufen wir mal hier weiter rechts. Da steht dann auch wieder meine Churros-Bude. Genau, wie beim letzten Mal wieder Notausgänge. Neue Premiere feiert hier der Bratwurststand. Genau, das erste Mal steht hier auch die Airport Bar und daneben dann noch der Flipfly. Ja, auch ein etwas alter Bekannter ist der Puls. Der hat leider geschlossen. Oh, meine Bude, die hat eigentlich offen. Oh, wahrscheinlich ein Anzeigefehler. Ja. Oh, dann hier ein Greifer. Dann wieder die Schiffsschaukel.
Und dann noch als Neuheit der Around the World. Eigentlich wollte ich, dieses Mal hatte ich eigentlich ein Riesenrad versprochen. Allerdings hat sich jetzt hier keins gefunden. Aber es gibt trotzdem etwas für die Aussicht, und zwar den Around the World. Genau, und das war auch schon der verkleinerte Rundgang. Und das war auch schon dann der Rundgang über den Plarrer. Nächstes Jahr wird es dann wieder im Frühjahr einen geben und dann im Herbst natürlich auch, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe. Und vermutlich wird es auch dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. Aber da sind wir noch in den Planungen. Genau, bis Dienstag, den 16.11. sind wir dann noch hier. Am Dienstag wieder um 20.30 Uhr mit einem großen Abschlussfeuerwerk. Wir freuen uns natürlich wieder auf euren Besuch. Und bis zum nächsten Video, zum Bamberger Plarrer 2022.